Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, Sie zur neuen Episode des Formats Bergische Macher begrüßen zu dürfen. Es ist die inzwischen 17. Folge des Wirtschaftspodcasts von Solinger Tageblatt und Remscheider Generalanzeiger. Mein Name ist Manuel Böhnke, ich bin Wirtschaftsredakteur beim Solinger Tageblatt und treffe mich hier im Wechsel mit meinem RGA-Kollegen Sven Schlikowai mit spannenden Persönlichkeiten der bergischen Wirtschaft. Auf das heutige Gespräch, das kann ich sagen, habe ich mich bei der Vorbereitung ganz besonders gefreut, denn der Gast, der mir heute gegenüber sitzt, wurde einmal vom Spiegel als konservativer Werbepapst bezeichnet. Von Solingen-Ohligs aus hat er zahlreiche Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlkämpfe gesteuert, Kampagnen für bekannte Institutionen und Marken auf den Weg gebracht und genau dort, an dem Ort, wo das geschehen ist, treffen wir uns heute im Schloss Hackhausen. Ein wunderschöner Ort hier. Und ich bin sehr froh, dass Sie uns hier empfangen. Vielen Dank, Kurt von Manstein. Ja, grüße Sie herzlich. Freut mich sehr, dass wir heute hier zusammengekommen sind. Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden Sie kennen, da gehe ich ganz stark von aus. Für alle anderen würde ich Sie einmal ganz kurz vorstellen, beziehungsweise so kurz ist es gar nicht, weil es da viel zu sagen gibt. Wenn ich mich irgendwie vertan habe oder irgendwelche Informationen stimmen, bevor ich hier Fake News verbreite, greifen Sie mir ins Wort, verbessern Sie mich gerne. Sie sind am 8. März 1937 in Flensburg geboren und besuchten die berühmte Schule Schloss Salem nahe des Bodensees. Sie haben Volontariate bei den Grafikdesignern Anton Stankowski und Willi Edenbenz absolviert. Sie haben visuelle Kommunikation an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart studiert. Sie haben die Gruppe für visuelle Kommunikation bei der Bayer AG geleitet. Sie waren von 1974 bis 2002 Professor für visuelle Kommunikation an der Folkwang-Universität der Künste in Essen. Und Sie sind Unternehmer. Im Laufe Ihres Lebens haben Sie mehrere Agenturen gegründet, unter anderem die von Manstein Werbeagentur, die Sie knapp 50 Jahre lang bis 2017 betrieben haben. Ihre Plakate, teilweise hängen Sie im Museum of Modern Arts in New York. Sie haben Ausstellungen international gemacht. Sie sind Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande für Ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten im sozialen Bereich. Unter anderem sind Sie in mehreren Stiftungen aktiv, sind Vater, Großvater und, wenn die Quellen stimmen, dann fahren Sie in Ihrer Freizeit gerne Ski und spielen Golf und gärtnern gerne. Ist das so korrekt, Herr von Manstein? Alles richtig, ja. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich würde gerne so ein bisschen chronologisch vorgehen. Bevor wir über das sprechen, was Sie beruflich alles erreicht haben, das ist eine ganze Menge, würde ich auf Ihre Kindheit zurückschauen. Sie sind 1937 geboren in Flensburg, haben dort aber nicht besonders lange gelebt, haben Sie schon im Vorgespräch gesagt. Wie sind Sie dann nach Süddeutschland gekommen? Mein Vater war Marineoffizier und deshalb bin ich in Flensburg geboren. Er war U-Boot-Kapitän und hatte dann aufgrund seiner Sprachbegabung eine Marinefunkstation, eine Marinestation in Langenargen am Bodensee geleitet. Und diese Institution damals war eingerichtet worden, um Funksprüche, feindliche Funksprüche aufzunehmen und sie zu entschlüsseln und sie dann weiterzugeben. Das führte mich nach Langenargen am Bodensee. Bevor wir da hinkommen, würde ich nochmal einen Blick auf die Kindheit allgemein werfen. Sie sind 1937 geboren, das sagte ich bereits. Das heißt, Sie haben in Ihrer Kindheit den Zweiten Weltkrieg erlebt. Richtig, ja. Wie haben Sie diese Zeit erlebt und wie prägend war das für Ihren beruflichen Werdegang? Und das war insofern schon sehr prägend, weil der Ort, in dem ich lebte, ist Langenargen, ist dicht bei Friedrichshafen. Friedrichshafen war ja immer ein Ziel der Angriffe auch, weil dort die Dornier-Werke waren. Und insofern habe ich die Zerstörung von Friedrichshafen eigentlich ziemlich aus kurzer Entfernung miterlebt. Und wir gingen ja auch in Friedrichshafen auch zur Schule. Das war schon sehr eindrucksvoll, wenn immer dann die Tiefflieger anflogen und auch diese Marinefunkstation, die mein Vater leitete, war natürlich auch immer Ziel des Angriffes. Und von dort wurde dann auch immer kräftig Gegenwehr geleistet. Also eine Zeit, die Sie auch für das weitere Leben geprägt hat? Natürlich nicht. Auf dem Schulweg hatte man die Anweisung, dass bei Fliegerangriffen man sich hinter Bäume zu verstecken hatte. Und aber das haben wir alle so mitgemacht. Und insofern hat man in frühen Jahren hat man eigentlich mitbekommen, dass es eben auch Gegner gibt und dass man sich schützen muss. Sie sind auf Schloss Salem zur Schule gegangen. Das ist ja eine sehr bekannte Schule, ein Internat. Unter anderem Prinz Philipp ist dort auch zur Schule gegangen. Richtig, ja. Wie war Ihre Schulzeit? Sie Prinz Philipp erwähnen, ich wohnte in einem Zimmer, in dem er auch gewohnt hat und eines Tages stand er im Türrahmen, hatte einen Besuch gemacht.
Und das erinnere ich sehr gut, ein sehr freundlicher Herr. Die Schulzeit war hochinteressant, weil Salem bot eben gerade für auch für kreativ talentierte Menschen, ich glaube, dass ich so etwas dazu zählte, sehr viel Handwerkliches. Man konnte töpfern, konnte schreinern, Malunterricht teilnehmen. Und daneben gab es eben sehr viele berufs- auch fördernde Ausbildungen weiter und auch der Sport spielte eine große Rolle. Also ich war sehr gerne in dieser Schule, die sehr viel geboten hat und habe Salem sehr, sehr gemocht, ja. Was war zuerst da, das Angebot dieser kreativen Dinge, die Sie dort tun konnten oder Ihr kreatives Interesse? Es war mein Interesse und dort gab es eben Angebote. Also ich habe beispielsweise an Kursen von Töpfern teilgenommen, ich habe eine Schreinerausbildung dort durchlaufen, ich habe Theater gespielt und im Chor mitgewirkt und eben an sehr vielen Exkursionen auch teilgenommen. Die Salem förderte immer sehr die Eigenverantwortung auch und auch die Disziplin. Man machte eigentlich täglich Sport und führte darüber auch regelmäßig Buch. Und ja, mich hat das damals mitgenommen. Ich war begeisterter Schüler in Salem. Diese kreative Ader, von wem haben Sie die? Von den Eltern oder? Ich denke, das war mein Vater. Mein Vater hatte schon, wie Überlieferungen zeigen, sehr viel an Zeitungen mitgearbeitet. Also an Schülerzeitungen fing das an und später auch hat er immer auch die Vorträge gehalten und war also bestimmt ein kreativer Mensch. Und er war ja auch aufgrund seiner Fähigkeit, seiner Vielsprachigkeit interessant. So versuchte man ihn abzuwerben in das Hauptquartier in Berlin zu Dönitz, dem ja damals die Marine unterstand. Und er sollte dort die Propaganda leiten, weil eben die Admiralität nicht besonders dem Regime zugeneigt war. Und man glaubte, dass mein Vater in der Lage ist, das vielleicht zu verbessern. Mein Vater hat das abgelehnt. Er mochte das Regime nicht, ebenso wie die andere Admiralität, die Kollegen, die Offiziere meist auch nicht, und ist weiter dann zur See gefahren als U-Boot-Fahrer, als U-Boot-Kapitän. Ihr Vater, wie lange hat er gelebt? Erst 43 ist er praktisch mit seinem U-Boot versenkt worden im Atlantik. Das stelle ich mir dann auch hart vor für die Familie, ohne den Vater aufzuwachsen. Wie war das für Sie? Ja, das war natürlich sehr, sehr einschneidend für die Familie. Und als Kind erlebt man das auf eine ganz besondere Weise. Man spürte einfach, der Vater war nicht da, nicht? Und die Verantwortung für die Aufgaben, die die Mutter führte, die wuchsen. Ich glaube, dass wir als Kinder, also meine Brüder und ich, sehr viel herausgefordert wurden, auch in der Nachkriegszeit, eben auch in der Energiekrise. Damals nach dem Krieg gab es keine Heizmittel und wir selbst sind eben als Kinder dann auch losgezogen und haben uns mit Kohle versorgt, die das französische Militär auf Waggons lagerte, so dass wir eigentlich stark dazu beigetragen auch die Familie auch am Leben zu halten, nicht auch mit Nahrungsmittelsuche. Man ging damals, nannte man Hamstern, wir gingen übers Land zu Bauern und haben dort alles wirklich organisiert. Und trotzdem haben Sie während dieser Zeit die Leidenschaft für das Kreative ganz offensichtlich nicht verloren. Ich habe immer gerne gemalt als Kind und ich war ein Kind, glaube ich, ein wenig ein Träumer auch und habe sehr viele Fantasien zu Papier gebracht. Wann haben Sie oder haben Sie irgendwann überhaupt so einen Moment gehabt, dass Sie gemerkt haben, ja, also ich male gerne und ich bin vielleicht so ein Träumer und ich habe da auch ein Talent für, weil ein Träumer zu sein ist ja das andere und das zu können ist ja dann ein zweites Thema. Das wurde natürlich in der Schule sichtbar, meine Noten die besten waren, die es gab. Und ich hatte dort auch Ausbilder, das war beispielsweise ein Pfarrer, ein Pasting. Pasting malte selbst leidenschaftlich gerne und er hat
mich manchmal dann auch geweckt, wenn ein Sonnenaufgang war, und dann malten wir den zusammen. Er hat mich sehr gefördert und hat auch später dafür gesorgt, dass ich die Verbindung kam zu meinem späteren Beruf, nämlich das Herstellen zu Anton Stankowski, ein Grafikdesigner, ein bekannter Grafikdesigner in Stuttgart, zu dem ich dann kam und dort eine Volontärzeit oder Ausbildungszeit absolvieren durfte. Ab wann war Ihnen klar, dass Sie diese Leidenschaft, die Sie haben, auch beruflich ausüben wollen, eben durch ein Volontariat zum Grafikdesigner? Ja, das war für mich eigentlich ganz klar, nachdem ich dort begonnen hatte, dass das für mich der richtige Weg ist. Und es ist ja nicht nur das Design, es ist ja dann auch, sagen wir, das Konzipieren, das Ideen haben und eine Möglichkeit haben, eben auch Brücken zu bauen. Ich habe das immer sehr gerne gemacht, dass ich Verbindungen hergestellt habe, Produkte, Menschen in Verbindung gebracht habe, Institutionen oder auch in der Politik, dass man im gesellschaftspolitischen Bereich eben Verknüpfungen hergestellt hatte, Netzwerke hergestellt hatte. Und das lag mir und das hat mir besondere Freude gemacht, weil es eben viel Kreativität erforderte. Das heißt aber auch schon während der Volontariatszeit war es schon so, dass Sie einen ganzheitlicheren Ansatz verfolgt haben. Das heißt, Sie waren nicht nur in Anführungszeichen Grafikdesigner, dass Sie etwas gestaltet haben. Natürlich war ich, ich wusste viel zu wenig von Grafikdesign. Ich wusste nur, dass Gestaltung in mir liegt, dass ich eher in einem gestalterischen, auch handwerklichen Beruf eigentlich realisieren möchte und nicht in einem wissenschaftlichen. Was waren das für Projekte, an denen Sie während des Volontariats gearbeitet haben und auch in der Zeit danach? Ja, erstmal in meiner Ausbildungszeit, Anton Stankowski war ein Konstruktiver, einer der großen deutschen Konstruktiven der Nachkriegszeit. Und er selbst war Künstler. Und ich selbst habe mich zwar nie als Künstler empfunden, aber er hat mich sicher stark beeinflusst, auch in seiner Kunst, die ich so miterlebte, hautnah miterlebte. Und er entwarf damals sehr viele Zeichendesign, beispielsweise das Zeichen auch der Deutschen Bank hat er ja später entwickelt und andere große Zeichen. Und so war ich immer auch herausgefordert. Ich durfte immer mitentwickeln, mitentwerfen und meine Entwürfe wurden alternativ dann praktisch mit auf die Waagschale gelegt. Glauben Sie, Ihre Karriere wäre so verlaufen ohne die Begegnung mit Anton Stankowski? Sie wäre sicher anders gelaufen, aber er war ein sehr einflussreicher Mann für mich und war eben auch nicht nur Künstler, sondern war sehr auch der Wirtschaft verbunden, was mich wieder interessierte. Er hat auch eine Illustrierte gestaltet und insofern war es ein großrahmig angelegter Mensch und der mir sehr viel Weitblick gegeben hat. Irgendwann hat ja auch Ihr Weg dann in die Wirtschaft geführt, nämlich zur Bayer AG. Dort haben Sie die Gruppe für visuelle Kommunikation geleitet. Was war das für eine Zeit? Und das waren die so in den, das waren sie in den 60ern, nach meinem Studium. Wir wurden direkt vom Studium weggeholt von Bayer Leverkusen, die sich versprachen, ihr großes Atelier, dort waren damals ungefähr 60 Mitarbeiter im Atelier, zu bereichern mit Nachwuchskräften, mit jungen Leuten. Und ich zählte dazu, war sehr, sehr stolz darauf, da mit ausgesucht zu werden, in diese Talentschmiede zu kommen. Und wurde dann aber auch nach kurzer Zeit bereits ausgewählt, diese Gruppe zu leiten. Und wir haben, das kann man sicher sagen, im Windschatten von Bayer, die uns sehr viel Möglichkeit gegeben haben, auch sehr kreativ zu gestalten, künstlerisch auch zu arbeiten, hatten wir die Möglichkeit, stark das Erscheinungsbild, die Werbung zu prägen. Und das war insbesondere waren es damals die pharmazeutischen Produkte, für die wir geworben haben. Und es ist ja immer so, dass für eine Pille ist nicht ein Produkt wie ein Getränk oder ein Auto, sondern man muss dafür eine Idee haben, eine Idee entwickeln. Und das war wiederum eine Herausforderung, dass man für etwas Unsichtbares, was etwas nicht konkret da war, sondern ein Pulver oder eine Pille, etwas zu finden, eine Idee zu finden, etwas Charismatisches, ein Erscheinungsbild zu entwickeln. Und das lag mir und das trainierte uns auch.
Aber irgendwann hatten Sie dann keine Lust mehr, für Arzneimittel zu werben? Oder warum haben Sie sich entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen? Ich muss sagen, dass ich Bayer Leverkusen sehr viel zu verdanken habe. Sie hatten mich auch nach in die USA geschickt, weil Sie auch erkannten, dass ich, glaube ich, nicht nur eben eine Begabung im Design habe, sondern eben auch gerade in Kommunikation, und hatten mich in eine Agentur geschickt in New York, wo ich auch sehr viel mitbekommen habe. Und ich habe dann in dieser Zeit von Bayer mir sehr reif überlegt, wie ist der Weg? Ich hätte bei Bayer sicher bleiben können. Nur sagte ich mir, bei Bayer bist du gefragt als Biologe oder als Arzt oder als Rechtsanwalt oder als Chemiker. Aber im Grafikdesign ist es besser, du gehst deine eigenen Wege. Das hatte mich dazu entschieden, eigentlich in die Freiheit zu gehen und mich selbstständig zu machen. Haben Sie sowas wie ein, haben Sie Unternehmergeist in sich? Hatten Sie das schon immer, dieser Schritt in die Selbstständigkeit? Das ist ja auch nicht für jedermann etwas. Ob ich die schon immer hatte, das weiß ich nicht. Da hat sich natürlich herausgebildet, wenn man die Führung hat. Und ich hatte die damals eben für diesen kleinen Kreis von 5 Leuten. Das war ein Team, was sehr gut sich ergänzte. Sie hatten alles in sich Talente. Der eine mehr fotografisch, der andere mehr im Design. Und ich hatte wahrscheinlich das Talent, auch diese Gruppe zu führen und Impulse zu geben und sie stark zu machen. Und wir hatten dann die Möglichkeit, in weltweit eigentlich auf uns aufmerksam zu machen, als diese junge Gruppe von Bayer Leverkusen. So gab es für uns Ausstellungen in New York, in Toronto, in Tokio. Und haben wir unsere Arbeiten einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen dürfen. 1968 haben Sie dann die von Manstein Werbeagentur gegründet und sind in den 1970er Jahren, 1975 genau, wenn ich mich nicht irre, nach Solingen gezogen. Ja, 74, 75, ja. Und die Welt, die Zeitung, hat mal über Sie geschrieben in einem Artikel den Satz: Der Sitz seiner Firma lässt ebenfalls stutzen. Solingen, ein Ort, der für Werbung ähnlich bekannt ist wie Tunesien für Eishockey. Das ist ein vernichtendes Urteil für Solingen, aber vielleicht können Sie trotzdem erklären, warum Sie an diesen Ort gegangen sind, der ja tatsächlich nicht besonders bekannt ist für Werbeagenturen. Es war teilweise Zufall und andererseits auch gesucht. Ich hatte mich ja in Köln selbstständig gemacht und arbeitete damals schon für einen für mich sehr wichtigen Kunden. Das war die Firma Krups in Solingen, die den Dreimix herstellten und Küchengeräte und im kosmetischen Bereich auch tätig waren. Und diesen Etat habe ich betreut jahrelang und hatte dadurch eine Verbindung zu Solingen. Also die saßen im Wald und ich machte mich immer auf den Weg von Köln Richtung Wald. Und wenn man so eine Gegend kennenlernt und wenn man dort tätig ist und für Produkte arbeitet, und ich muss sagen, ich war immer sehr begeistert von der kreativen Entwicklung dieser Produkte, die auch vom Design sehr schön waren. Das hatte mir Freude gemacht und das war auch sehr erfolgreich, ich glaube, sowohl für den Kunden wie natürlich für mich. Und dadurch gab es bereits eine Verbindung zu Solingen. Solingen war mir also nicht ganz fremd. Und hier lernte ich kennen in Solingen, in diesem Haus, einen Ewald Kröner. Ewald Kröner knüpfte Teppiche, künstlerische Teppiche. Und ich lernte ihn bereits kennen in Köln. Er war ja noch Verkäufer bei Pesch, in einem Möbelgeschäft. Und er richtete mich damals mit ein. Und seitdem gab es eine gewisse Freundschaft zwischen uns beiden. Und ich habe ihn in vieler Hinsicht dann auch beraten und lernte aber auch seine Immobilien hier kennen. Also er hatte ein Haus hier ganz in der Nähe, ein altes Fachwerkhaus, das er aufgeben wollte. Ich fand das interessant, Gründung der Familie, habe das Haus gekauft. Und lernte ich aber auch später dann dieses Haus Hackhausen kennen, mit dem er reüssierte mit seinen Teppichen. Und das wurde frei. Er gab sein Geschäft auf und das gab die Gelegenheit für mich, dieses auch zu erwerben. Und ich habe das gemacht. Das war sehr riskant und ich glaube, es gehörte eine ganze Menge Mut und unternehmerischer Geist dazu, das zu wagen.
Die Welt hat in dem Artikel, den ich gerade schon mal zitiert habe, über dieses Anwesen geschrieben: Die Annehmlichkeiten des schlossartigen Anwesens lassen den provinziellen Makel verblassen. Mhm. Was auch ein ganz, ganz schönes Zitat ist. Wie viele Mitarbeiter haben Sie zu Hochzeiten gehabt? Ich habe die Zahl von 110 gefunden. Ja, ja, wir hatten also teilweise bis zu 110 Mitarbeiter. Von Köln kommend gab es etwa 25 Mitarbeiter. Und ursprünglich, muss ich ganz offen sagen, wollte ich auch gar nicht nach Solingen. Ich wollte nach Düsseldorf. Mit den Mitarbeitern war das aber nicht zu machen. Die sagten, nein, also haben wir keine Lust, bis nach Düsseldorf zu gehen. Und dann habe ich sie hierher gelockt. Ich habe das hier eingerichtet und habe denen das so schmackhaft gemacht hier, die Räumlichkeiten. Das sind ja, ist ja ein hier gibt es eben Räume auch der Stille, des Nachdenkens und der Inspiration. Und damals auch immer schon das technisch sehr hochwertig eingerichtet, sodass das denen einfach dann eingeleuchtet hat und Spaß gemacht hat. Und so sind sie mir gefolgt. Und ohne Mitarbeiter kann man sowas ja nicht aufbauen. Was Sie hier für Projekte, für Kampagnen umgesetzt haben, darauf würde ich gleich sehr gerne zu sprechen kommen. Erstmal würde ich aber noch ein bisschen gerne über das Bergische Land sprechen. Wie ist heute Ihr Verhältnis zum Bergischen Land? Das vielleicht vorab, die Firma existiert seit Ende 2017 nicht mehr. Ich meine, für mich ist immer interessant gewesen, eigentlich der Rhein. Ich habe vor Bodensee geboren, war deswegen sehr stark beeinflusst mit dem Rhein, der durch den Bodensee lief, war später in Stationen wie Stuttgart und Heidelberg. Dort gab es den Neckar, die dem Rhein zuflossen. Köln gab es wieder den Rhein, Düsseldorf auch. Und insofern finde ich die ganze rheinische Gegend sehr, sehr interessant. Und natürlich dieses anknüpfende Bergische Land, sehr reizvoll, nicht, mit seinen vielen Facetten, und bin auch früher sehr viel gewandert von hier aus ins Bergische Land und auch ins Sauerland. Ich mag die Gegend sehr gerne. Es ist ein wunderschönes Erholungsgebiet einerseits, ein wunderschönes Wohngebiet, finde ich auch. Und ich fand aber auch dieses handwerklich, was hier ist, die früheren Schmieden, die Gesenkschmieden, die Tradition des Handwerklichen, das hat mich immer sehr gereizt hier und das hat sich auch in der Mentalität der Bevölkerung niedergeschlagen. Man denkt hier handwerklich, man denkt konkret, anfassbar, und das fand ich immer sehr, sehr wohltuend und auch sehr zuverlässig. Und muss sagen, ich habe die Gegend hier sehr geschätzt. Ich habe eine Frage, ich weiß nicht, ob Sie die jetzt aus Ihrer Position heraus beantworten können. Wir haben hier bei uns in dem Podcast eine kleine Tradition, das ist, dass der Gast der vorherigen Folge dem Gast der kommenden Folge unbekannterweise eine Frage stellt. Also ja. Der Gast weiß nicht, wer als nächster hier ist, aber er stellt trotzdem eine Frage, und die Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde, kommt von Liborio Manciavillano. Er ist Geschäftsführer des Startups Handwerksschmiede, das sich zum Ziel gesetzt hat, Handwerksunternehmen zu digitalisieren. Und er fragt: Wenn du eine Entscheidung treffen könntest hier im Bergischen Land, was würdest du tun, um ja für die Gesellschaft etwas zu tun? Ich glaube, dass es dem Bergischen Land gut tun würde, wenn es mehr Leuchtturmprojekte gäbe. Also Dinge, an denen man sich festhalten kann, die nicht nur die Natur und diese reizvolle Umgebung und all diese Vorteile zeigen, sondern dass man ganz konkret etwas Anfassbares hat. Ich denke zum Beispiel, dass die Idee meiner Agentur, den Preis die schärfste Klinge ins Leben zu rufen, ist so ein Leuchtturmprojekt, das geeignet ist, medial verbreitet zu werden und eigentlich festzumachen, dass es eben hier eine Idee gibt, die Persönlichkeiten, politische Persönlichkeiten auszeichnet, für Kraft ihrer Rede etwas Gutes zu bewirken. Ich denke, dass man mehr arbeiten müsste an solchen Leuchtturmprojekten. Haben Sie da eine konkrete Idee vielleicht noch, oder müssen Sie die erstmal noch unter Verschluss halten? Ideen habe ich eine Menge, die würde ich natürlich jetzt nicht kundtun. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine kreative Herausforderung, darüber nachzudenken. Und da würde ich auch alle zu aufrufen, die hier sind,
in Ihrem Bereich oder in anderen Bereichen zu suchen? Gibt es Gedanken, wie kriegt man hier noch mehr Leuchtturmprojekte, die Gestalt annehmen? Sehr spannend. Ich würde gerne, bevor wir dann wieder in den Inhalt gehen, noch eine zweite Rubrik einschieben. Das sind unsere 10 Fragen. Die stelle ich auch jedem Gast. Es sind immer identische 10 Fragen mit der Bitte um schnelle Antwort. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle doppelt sich's mit dem, was wir bislang besprochen haben. Aber ich würde einfach mal losschießen und bin sehr gespannt. Worauf kann man Ihrer Meinung nach als Bergischer stolz sein? Auf seine Wurzeln. Was ist für Sie der höchste kulinarische Genuss? In einer guten Atmosphäre essen zu gehen. Was können Sie besser als die meisten anderen Menschen? Ich glaube, ich kann sehr gut netzwerken. Ich kann Brücken bauen. Und vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich im Jahr geboren bin, in dem die Golden Gate Bridge von San Francisco gebaut wurde. Ich habe immer eine Verbindung zu Brücken gehabt. Und Brücken bauen ist für mich ein wichtiges Thema. Jetzt bin ich gespannt, ob sich diese Antwort auch in der nächsten Antwort widerspiegelt, nämlich was Ihr Lieblingsplatz in Solingen bzw. im Bergischen Land ist. Hier, Haus Hackhausen. Ich dachte, jetzt kommt die Münchner Brücke. Nein. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht? Es war die AIDS-Gala in Berlin und dort treten sehr viele Interpreten auf, Welt mit Weltruf, und das habe ich in sehr guter Erinnerung. Mit wem würden Sie gerne einmal für einen Tag das Leben tauschen? Mit einem Landschaftsgärtner. Was ist für Sie der angenehmste Zeitvertreib? Im Garten zu arbeiten. Was würden Sie als Oberbürgermeister von Solingen als erstes anpacken? Ich glaube, das haben wir gerade eben schon so ein bisschen besprochen. Also weiterhin auf der Suche nach Leuchtturm sein. Welchen heimlichen Traum hegen Sie schon seit längerem? Ich bin einfach ein leidenschaftlicher Gärtner. Und mein Traum ist es, den Park, den ich hier vorgefunden habe, noch weiter zu vollenden. Ich bin ja auch schon bereits dabei. Ich habe schon sehr, sehr vieles hier getan. Und das macht mir einfach Freude. Nach unseren 10 Fragen würde ich jetzt gerne, Herr von Manscher, mit Ihnen über die Projekte sprechen, die Sie im Laufe der Jahrzehnte so umgesetzt haben. Ich glaube, es ging 1968 los mit Ihrer eigenen Agentur, mit einer Kampagne für Pilsener Urquell, für die Biermarke, an der revolutionär war, dass Sie die Leute auf den Plakaten aus Flaschen haben trinken lassen. Richtig, das war eine sehr revolutionierende, das hat mir die Markenindustrie sehr übel genommen, dass ich missachtet habe, dass man eben ein Bier nur aus dem Glas trinkt. Und ich fand es damals sehr spannend, weil gerade das Pilser Urquell hatte eben so den Ruf des Sonntagsbieres. Das heißt, es war etwas ganz Besonderes, und man bestellte es dann, wenn man sich nicht auskannte vor Ort, wenn man verreist war und sein eigenes Bier nicht vorfand, dann hat man Pilser Urquell bestellt. Und weil es eben so ein exklusives Bier war, wollten wir es gerne demokratisieren. Und haben dann in einem hochherrschaftlichen Hotel in London eine feine Gesellschaft das Bier aus den Flaschen trinken lassen. Und das war eine große Revolution. Das gab es gar nicht. Und erst später war das dann, eigentlich Jahre später, wurde es dann Kult. Also ein Vorläufer. Sie haben unheimlich viele Kampagnen umgesetzt, an Erscheinungsbildern gearbeitet, die man sehr gut kennt. Monitor ist zum Beispiel, das ARD, das da die 1 im Logo ist, Klosterfrau Melissengeist. Gibt es eine Sache, auf die Sie aus Ihrer langen Karriere besonders stolz sind? Na, ich glaube, das Zeichen, das hier am bekanntesten ist, das ist eben das offizielle Emblem der Olympischen Spiele 1972, die Strahlenspirale. Und das war eben ein Wettbewerb, an dem ich teilgenommen habe, unter ausgesuchten, schon damals auch relativ bekannten Grafikdesignern. Und da habe ich dann den Zuschlag bekommen, dieses Zeichen zu realisieren. Nehmen Sie uns mal mit. Die Olympischen Spiele 1972, ein sportliches Großereignis in Deutschland, vor der Fußball-WM 1974 noch. Also, und dann haben Sie die Aufgabe oder den Zuschlag bekommen, dafür ein Logo zu machen, ein Emblem zu machen. Wie geht man da vor? Es ging nur um das Logo. Das Erscheinungsbild wurde von einem bekannten Designer gemacht, Otto Eicher. Und er hatte auch Entwürfe eingereicht für das Logo.
das aber keine Zustimmung fand und es war auch nicht schutzfähig. Ein Logo muss ja schutzfähig sein. Das heißt, es muss die Originalität mit sich bringen, die es von anderen unterscheidet, dass es schutzfähig wird. Und das bringt es später das Geld ein. Und danach gab es dann eine große Ausschreibung bundesweit und alle mitmachen durften und tausende Einsendungen. Man fand natürlich von tausenden nicht die Stecknadel im Heu. Und das führte dann dazu, dass man sagte, nein, wir versuchen das jetzt nochmal professionell anzugehen. Und dann gab es diese Ausschreibung, an der ich teilnehmen durfte. Und wie war der Prozess, bis dann das fertige Logo stand? Ich war damals in der Zeit bereits auch in Solingen und habe das Zeichen aber noch in Köln entworfen. Und es war diese Strahlenspirale. Ich wollte ein ausstrahlendes Zeichen haben, das aber auch eine gewisse Federkraft des Sports in sich führt, ein spannendes Zeichen machen. Und das war eben diese heutige, noch eingesetzt, als Glücksspirale eingesetzt in der Lotterie. Und dieses Zeichen hat sehr stark zur Finanzierung der Spiele beigetragen, als Münze oder eben auch durch die Verbreitung auf Werbemittel, Werbeträgern. Und im Nachhinein eben auch als offizielles Emblem einer Glückslotterie. Würden Sie das Logo heute wieder so machen oder haben Sie in den Jahren seitdem schon mal gedacht, ah Mensch, das hätte ich vielleicht anders gemacht? Ich würde es wieder so machen. Es ist ein zeitloses Signet und ich glaube, dass es inzwischen zu einem der bedeutendsten Signets zählt. Wenn ich internationale Bücher sehe über Markendesign, Zeichendesign, dann nimmt das immer einen großen Platz ein, dieses Zeichen. Und habe gerade eine Veröffentlichung auch aus Japan bekommen, wo dieses Zeichen eben auch wieder gewürdigt wurde, weil es sehr stark, glaube ich, die Olympspiele geprägt hat und auch andere Spiele auch. Viele haben sich auch orientiert in anderen Spielen an diesem Logo. Ich habe mich neulich daran erinnert, als der FC Bayern München anlässlich 50 Jahre Olympiastadion ein Sondertrikot herausgebracht hat. Da war die Spirale nicht ganz drauf zu sehen, aber ich meine doch, sie erkannt zu haben, weil da so Absätze waren von so kreisförmigen. Also auch da lebt es noch weiter, das Logo. Es hat natürlich jetzt eine große Ausstellungen gegeben in München anlässlich der 50 Jahre Olympische Spiele. Und da hat man sich daran erinnert. Und das Original, das ich entwickelt habe, das hängt jetzt im Moment immer noch in einem Stadtmuseum in München. Ja, es hat die Spiele geprägt. Und es war natürlich auch ein revolutionäres Zeichen, weil die Bayern natürlich damit erstmal gar nicht leben konnten, nicht? Die Bayern hatten sich vorgestellt, die Frauentürme oder Münchner Brezen als Symbol zu haben und nicht etwas vollkommen Neues, an das man sich erst gewöhnen musste. Das war auch schon ein Risiko, dass Sie da eingegangen sind. Ja. Sie haben unheimlich viele Kampagnen für Markenartikel, Investitionsgüter, Healthcare-Produkte umgesetzt. Stört Sie das manchmal, dass Ihr Name oder der Name Ihrer Agentur vor allem mit dem Thema Politik verknüpft ist, angesichts so vieler anderer Projekte, die Sie umgesetzt haben? Das stört mich nicht. Ich habe sehr gerne im gesellschaftspolitischen Bereich gearbeitet, wobei ich sagen muss, es hing auch manchmal wie Blei an der Agentur, weil nicht erfolgreiche Wahlkämpfe, von denen wir zum Glück wenig hatten, natürlich sehr am Image einer Agentur auch zehren. Und insofern ist politische Kommunikation immer eine zweischneidige Sache. Wenn es gut geht, dann ist man eine gute Agentur und wenn es schlecht geht, sitzt man immer mit im Boot und ist betroffen davon. Für diejenigen, die das nicht wissen, Sie haben mehr als 60 Wahlkämpfe begleitet, vor allen Dingen für die CDU und auch für die FDP, vor allem mit Helmut Kohl eben auf dem Weg zum Bundeskanzler. Wie kam dieser Kontakt von Ihnen zu den Christdemokraten zustande? Wir hatten einen ersten Auftrag im Bundestagswahlkampf 1975 für den Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen für die CDU. Da haben wir uns in einem Pitch durchgesetzt und haben ein sehr ungewöhnliches Konzept entwickelt. Damals entstand auch dieses Poster mit das Poster kommt aus seiner linken Ecke, ein Mädchen mit grünen Boxhandschuhen, was später das meiste produzierte Plakat wurde der CDU. Und es war ein sehr ungewöhnlicher Wahlkampf, der mit neuer Strategie arbeitete und einen sehr großen Erfolg herbeiführte, auch wenn die CDU damals nicht den Wahlkampf gewonnen hat, hatte sie aber mit einem Ergebnis, ich
Ich meine, es waren 47,1%. Auf jeden Fall war es eines der besten Ergebnisse, die sie überhaupt je hatten. Heute unvorstellbar. Und das führte dazu, dass wir dann den Anschlussauftrag bekamen für den Bundestagswahlkampf 1976 in Bonn. Auch da wieder die Frage. Ich habe gerade eben schon mal beim Olympia-Logo nachgefragt, aber Sie haben jetzt einen Kandidaten wie Helmut Kohl. Wie rückt man den ins rechte Licht? Wie gelingt das? Ein Politiker rückt sich ja zunächst mal selbst ins Licht. Und wir sind, wir als Agentur haben eher die Aufgabe eigentlich, das, sag mal, das Positive zu unterstützen oder vielleicht manches auch zu unterdrücken. Politische Beratung ist sehr stark personenabhängig. Also eine Person ist kein Produkt und ist entsprechend ganz anders zu behandeln. Und auch die Politik oder auch ein Politiker wird vielmehr bestimmt durch die politische Großwetterlage. Das ist, während ein Waschmittel lässt sich anders steuern. Ein Waschmittel kann man konstant bewerben. Das ist in der Politik nicht so. Insofern ist es eben ein Menschenprodukt und das bedarf einer ganz besonderen Sensibilität, eines Fingerspitzengefühls. Und das geht in nicht nur in Finden von Aussagen, von Slogans, in Umsetzung von Kreieren, von TV-Spots, sondern eben auch sehr stark in die persönliche Beratung des Stils. Und ich denke, dass wir für die CDU oder für die anderen Parteien immer ziemlich stilprägend waren. Das heißt, wenn da ein Kandidat war, von dem Sie gesagt haben, der ist beispielsweise zu wenig bürgernah oder wirkt zu wenig bürgernah, dann haben Sie dem gesagt, Mensch, gib dich doch mal ein bisschen hemdsärmeliger. Durchaus möglich, dass man gegensteuern kann. Also wir haben Politiker immer sehr gerne Menschen nahe gezeigt, weil die Nähe eine große Rolle spielt und haben fast immer versucht, neben den Porträts eben auch Motive zu schaffen, die den Menschen nahe zeigten. Das war eigentlich immer die Handschrift unserer Wahlkämpfe. Und da ist es dann teilweise aber auch, wenn es nicht nur um den Menschen ging, sondern auch um die anderen Parteien, ganz schön zur Sache gegangen. Ich erinnere mich an dieses rote Sockenplakat gegen die PDS, ja. Was ja auch, also dieser Begriff rote Socken, der war ja nicht ganz neu, aber das war damals auch schon Thema. Ich habe auch ein Foto gesehen von Gregor Gysi, wie er dieses Plakat damals hochhält. Freut man sich da, wenn das auf so ein Echo stößt? Ja, man freut sich, weil jede Reaktion auf ein Motiv, auf ein Plakat zeigt ja, dass es gesehen wird, dass es aufgegriffen wird und auf eine andere Weise vielleicht ironisch oder auch wieder kritisch kommentiert wird. Und das ist nur gut für ein Werbemittel. Insofern war ich über die Reaktion sehr, sehr froh. Wobei eben so ein Plakat ist etwas Besonderes. Das war auf der geschuldet eigentlich der Situation, die Sachsen-Anhalt entstanden ist, wo das Zusammengehen von den Roten und den Grünen eine große Rolle spielte. Und das wollten wir im Grunde genommen verhindern oder zumindest wollten wir es thematisieren. Und da ist dieses Plakat entstanden, das es nur in einer Mickey-Maus-Auflage gab, gab gar nicht viele Motive davon, ist aber derart in die Medien gegangen, dass es ein Selbstläufer war und noch heute zitiert wird. Ist es dann auch eine ähnliche Frage wie gerade eben bei den anderen Kampagnen und Logos, ist es auch das, auf das Sie am meisten stolz sind aus dem politischen Betrieb oder gibt es da andere Dinge, die Ihnen noch mehr in Erinnerung geblieben sind? Ich denke, dass bei allen Kampagnen, die in meiner Agentur entstanden, wir immer großen Wert gelegt haben, dass sie erzählend war, ein gewisses Storytelling mit sich brachten, dass es eine Geschichte war, eine gewisse Vorstellung gab, eine Vorstellungskraft entwickelte. Und das kann man nicht nur über die Visualisierung, das ist die Grundidee, das ist das Gesamtkonzept, auf das kommt es an, dass das den Nagel auf den Kopf trifft und dass das vor allen Dingen eben, dass dieser Köder eben dem Fisch schmeckt und nicht dem Angler. Wenn Sie auf die Kampagnen zur Bundestagswahl im vergangenen Jahr blicken, ist Ihnen da irgendwas besonders in Erinnerung geblieben, was Sie gut oder was Sie schlecht fanden? So, ich bin selbst in der Jury vom Politik Award und nehme da jedes Jahr daran teil und beurteile dann auch die Kampagnen. Insofern war das diesmal auch der Fall. Und ich muss schon sagen, dass die Kampagne für Scholz bemerkenswert war.
weil sie derart plakativ war. Es ist so eine Art, ein Schweizer Stil dort hineingekommen. Es sind ja auch Schweizer, die das gemacht haben, unter anderem. Das war sehr konsequent, das war sehr plakativ, das war sehr auffallend, auch provozierend. Und ich glaube, die Konsequenz dieses Wahlkampfauftritts, dies pure von vorne bis hinten, irgendwo immer ähnlich, hat zum Erfolg beigetragen. Scholz ja auch sehr früh schon ins Rennen geschickt worden, also auch genug Zeit, um das Ganze auf ihn auszurichten. Und das, ja. Das Gegenbeispiel ist Armin Laschet gewesen, der ja als durchaus, es war ja durchaus bemerkenswert, dass er hier in NRW Ministerpräsident geworden ist gegen Hannelore Kraft und dann wurde er eben nach der Entscheidung in der Union ins Kanzlerrennen geschickt und dann lief quasi alles gegen ihn. Von außen habe ich manchmal gedacht, mein Gott, der arme Mann kann da eigentlich auch gar nicht so viel für, weil da war irgendwie so eine öffentliche Meinung auf einmal gegen ihn. Da hatte ich den Eindruck, da kann man kaum gegen ankommen, dieses Lachen im Ahrtal, was dann tagelang Thema war in den Medien und in den sozialen Medien. Haben Sie so eine Situation auch schon mal erlebt in Ihren Wahlkämpfen, dass ein Kandidat einfach so einen Malus hat, warum auch immer, dass man das kaum noch wegbekommt? Ja, es gibt Situationen, da kommt der Kandidat nicht mehr raus. Da entsteht wie eine Spirale ein Fehler irgendwie nach dem anderen. Und hier sind es so viele Fehler entstanden, kommunikativer Art auch. Aber auch, auch der gegengesteuerte Wahlkampf, der Wahlkampf der CDU, trug einfach nicht dazu bei, der war nicht konsequent genug. Mir tat es sehr leid, weil ich habe den Laschet sehr geschätzt als Politiker und hätte ihn mir gewünscht. Und dort ist ja eine Medienberichterstattung erfolgt und auch haben Feder dazu beigetragen, diese Medienberichterstattung anzuheizen. Die war nicht mehr gut zu machen. Hätte man da noch irgendwas machen können? Wochen aus der Schusslinie ziehen oder ich weiß nicht, wenn man einmal in dieser verfahrenen Situation ist. Ich denke immer, dass man etwas machen kann und das Beste ist eigentlich, was man dann machen kann, wenn man einfach merkt, es fährt gegen die Wand, dass man offen zugibt, es sind Fehler entstanden, ich bekenne mich dazu und versucht einfach zu sagen, wir machen das jetzt anders. Haben Sie solche kritischen Momente in Wahlkämpfen auch erlebt? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, über das Sie erzählen können? Ein Wahlkampf hat ja verschiedene Phasen. Es gibt den Vorwahlkampf, es gibt den Hauptwahlkampf und es gibt den Endspurt. Und immer ist der Endspurt eine ganz besonders wichtige Angelegenheit, weil man da noch mal die Möglichkeit hat, alle Register zu ziehen oder auch etwas richtig zu stellen. Bestimmt ist es uns auch schon passiert, dass wir erst zum Schluss die Kurve bekommen haben, das Image wieder hochzuziehen. Ja. Wie nah waren Sie bei vergangenen Wahlkämpfen mit den Kandidaten, über die wir schon gesprochen haben, wie nah waren Sie da dran am Team, am Spitzenkandidat selbst? Ich hätte nie einen Wahlkampf gemacht, in dem ich nicht nah dran war am Kandidaten. Und so war das, dass ich beispielsweise bei Helmut Kohl ständig eingeladen war zu allen Wahlkampfsitzungen, die er geführt hat im Kanzleramt. Von dort aus und in seiner Riege der Berater, die ja teilweise eben aus der Wirtschaft kamen, renommierte Leute, Fachleute, und denen musste ich mich stellen mit unseren Konzepten, musste sie verteidigen, verkaufen und das hat mir eben sehr viel Freude gemacht, diese Herausforderung anzunehmen. Wie ist das Verhältnis von Spitzenkandidaten zu Werber? Ist man freundschaftlich verbunden oder fast so ein bisschen? Es muss nicht freundschaftlich verbunden sein, es muss einfach voller Respekt sein. Das ist das Wichtige. Ich glaube, Kumpanei hat keinen Sinn, sondern eben auch das offene Wort ist ganz wichtig. Man muss sehen, dass man möglichst immer einen authentischen Wahlkampf führt, da haben wir großen Wert drauf gelegt. Das hat oft auch dazu geführt, dass man selbst auch eingestehen muss, das war von uns jetzt keine gute Idee. Wir sehen das ein, wir ziehen das zurück. Und das hat ein Vertrauen geschaffen, eine Vertrauensbasis zwischen Politiker und Agentur, die sehr stark war. Und ich meine, so ein Vertrauensverhältnis muss da sein. Wie war das Verhältnis denn? Wir haben ja jetzt schon viel über ihn gesprochen, von Ihnen zu Helmut Kohl. Sie haben mehr als 20 Jahre zusammengearbeitet. Ja. Waren Sie Freunde? Ich würde für mich nicht in Anspruch nehmen wollen, zu behaupten, wir sind jetzt Freunde. Ich habe einen enormen Respekt und ich glaube, er hat unsere Arbeit auch mal sehr respektvoll gesehen.
dass da eine Freundschaft daraus entstanden ist, später insbesondere, auch in der Zeit, in der er nicht mehr Kanzler war. Ich habe ihn oft besucht in Oggersheim. Also wir haben ein, glaube ich, ein gegenseitig ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt. Und er wusste wohl unsere Stärken und wusste auch eigentlich über seine Schwächen Bescheid und sah uns, glaube ich, als einen guten Ausgleich dafür. Ein Thema, das ich gerne noch unbedingt ansprechen würde, wenn wir gerade noch beim Thema Politik sind, ist Boris Jelzin. Für den haben Sie auch den Präsidentschaftswahlkampf in Russland gemacht. Wie kam das zustande? Es ist so, wenn man erfolgreiche Wahlkämpfe macht, dann bleibt das ja nicht nur ein nationales Gespräch, sondern das wird international diskutiert. Und insofern kennt man auch die wahlkampfführenden Agenturen weltweit. Und die kennen einen auch. Und in Russland war es wohl so, dass da eben auch Gespräche entstanden sind. Wie kann man den Boris Jelzin, der vielleicht in mancher Beziehung wenig ähnlich war von der Statur her gesehen wie Helmut Kohl, wie kann man den richtig beraten in einem Persönlichkeitswahlkampf? Und das führte dazu, dass es eben ein Kontakt hergestellt wurde zu Jelzin. Wir haben ihn dann getroffen und er war überzeugt und bestellte uns in den Kreml. Und wir haben dort präsentiert und haben seinen Wahlkampf aufgebaut. Ja. Unterscheidet sich die Art, wie man einen Wahlkampf macht, vom politischen System oder funktioniert es im Grunde überall gleich? Die Agentur kann keine Politik machen und sollte auch keine Politik machen. Soll es nicht versuchen, Politik zu machen. Wir sind Kommunikationsfachleute und wir werden immer sehen, wie die von den Menschen aus denken. Wie sehen das die Menschen? Wie kommt ein solches Konzept an? Und wenn man sich in die Menschen hinein versetzt und versucht, mit deren Augen das zu beurteilen, dann glaube ich, ist man eher auf dem richtigen Weg. Der Spiegel hat 2005 geschrieben, dass Merkel ihre Agentur nicht mehr wollte, sondern eine Agentur, die weiter weg war von Kohl. Und das ist jetzt ein Zitat aus dem Artikel, sie seien als, Zitat, Werber der alten Zöpfe abgeschoben worden. Ja, das glaube ich, dass sie das nicht so gesehen hat. Wir haben immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt, auch später zu Angela Merkel. Aber ich konnte sehr wohl nachvollziehen, dass mit dem, was vorausgegangen war, sie sich von allen engen Beratern von Helmut Kohl irgendwie abheben musste, trennen musste. Und dazu gehört auch die Werbeagentur. Und das habe ich voll verstanden. Und das musste sie tun, dass sie danach Dinge gemacht hat, die sehr gegen unseren Stil waren. Das fand ich dann weniger gut. Ich war zum Beispiel sehr kritisch damit, dass sie, Angela Merkel, eben das von uns sehr geprägte Schwarz-Rot-Gold, das wir immer in den Wahlkämpfen hatten, und das gab es früher in dem Maße nicht, das war eigentlich unsere Handschrift. Und dass sie das änderte in die Farbe Orange, das habe ich nie nachvollzogen, schon deshalb nicht, weil damit anderen politischen Parteien, mehr auf dem rechten Spektrum, Schwarz und Gold überlassen wurde. Und da habe ich mich versucht, mir sehr gegen zu wehren. Gut, ich hatte da keinen Einfluss drauf. Das sind Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Und die Entscheidung wurde ja auch von der CDU, wenn ich mich gerade nicht irre, dann im vergangenen Jahr korrigiert, weil dort war das Schwarz-Rot-Gold dann wieder in diesem Kreis um die Fotos. War dann etwas halbherzig wieder vorhanden, ja. Da scheinen Sie nicht zufrieden mit gewesen zu sein. Ich war nicht ganz zufrieden damit. Sie sind CDU-Mitglied das auch bekennt. Muss man, um einen Wahlkampf zu machen, Mitglied der Partei sein oder zumindest mit den Ideen der Partei sympathisieren? Nein, muss man überhaupt nicht. Ich muss auch sagen, dass das enge Team, das hier an den Wahlkämpfen gearbeitet hat, was im Grunde eigentlich ein Freundesteam war oder geworden ist im Laufe der Zeit, der Jahre, waren von ganz verschiedenen politischen Richtungen. Und ich habe es eher geschätzt, eigentlich immer einen dabei zu haben, der politisch selbst anders dachte, aber dennoch kreativ dachte und vielleicht die besseren Ideen entwickelte, um etwas richtig zu stellen.
Das heißt, im Umkehrschluss, wenn jetzt in ein paar Jahren die Grünen bei Ihnen anrufen würden und sagen, Herr Professor von Manstein, wir bräuchten Ihre Expertise für den nächsten Wahlkampf, dann wären Sie da auch nicht abgeneigt? Oder die SPD beispielsweise? Ich glaube nicht, dass die Grünen auf die Idee kommen würden, bei mir anzurufen, weil ich eben sehr stark festgelegt bin Richtung den Konservativen oder auch später dann der FDP. Aber natürlich ist das machbar, natürlich. Selbstverständlich könnten wir Wege finden, Strategie und Konzept für eine Partei zu entwickeln, die ein anderes politisches Spektrum hat, das, solange sie sich im demokratischen Rahmen bewegt. Angela Merkel ist 2005 Bundeskanzlerin geworden. Und in der Zeit seitdem, in diesen 17 Jahren, hat sich viel wahnsinnig verändert gesellschaftlich. Das Internet hat einen unglaublichen Siegeszug hingelegt. Und wie nah sind Sie an diesen Entwicklungen, also am Thema Marketing, Werbung in Zeiten der Digitalisierung? Ja, die Digitalisierung ist natürlich ein großer Umbruch und die ganze Interaktion wurde verstärkt. Die Social Medien kamen dazu, die es früher nicht gab. Insofern war die Werbung früher eben eher holzschnittsartig immer verteilt von oben nach unten. Das Interaktive, das durch die Digitalisierung möglich war, hat ja gerade bei den Parteien sehr früh Einzug gefunden. Das hat man nie so wahrnehmen wollen, aber ich möchte behaupten, dass die Parteien eigentlich vor der Markenindustrie in dem Bereich tätig waren und dieses Instrument für sich entdeckten, schon alleine deshalb, weil sie ja über Verbände verfügen, über Ortsverbände, die gefüttert werden müssen, die einbezogen werden müssen, die eine Hauptarbeit leisten in der Umsetzung der Parteiarbeit. Und da war die Digitalisierung eine ganz große Hilfe. Und führte natürlich zu vollkommen anderen Wahlkampfformen, und die insbesondere eben interaktiv waren und die Menschen einbezogen haben ins Gespräch. Was sehr gut ist, weil sie, die Wahlkämpfe wurden dialogorientierter vom Wähler zur Politik und umgekehrt. Und deshalb meine ich auch, dass die Menschen insgesamt dadurch politisierter wurden. Ich habe mal mit einem Politikwissenschaftler der Uni Wuppertal, Professor Lietzmann, über das Thema gesprochen. Da ging es um den vergangenen Kommunalwahlkampf. Und er sagte, ja, wenn wir jetzt den Wahlkampf in den sozialen Medien sehen, da wollen die Leute eigentlich gar nicht mit Politik behelligt werden. Da wollen sie Abwechslung haben vom Alltag, ein bisschen was Frisches und nicht mit Politik genervt werden. Mhm. Sehen Sie das auch so? Ja, natürlich. Ich hatte vorhin den Begriff Storytelling angesprochen, nicht? Politik muss auch unterhaltsam sein. Man muss auch Spaß machen. Und wenn das nicht gelingt, nur trockene Politik, dann kommt man nicht durch. Also eine Broschüre, eine Propagandabroschüre zu lesen, das setzt schon sehr viel politisches Interesse voraus, dass man einfach, von dem kann man nicht ausgehen. Also muss man Wege finden, in kurzen, verständlichen Happen ein Konzept näher zu bringen. Und das muss auch unterhaltsam sein. Das heißt, dass es vielleicht, Sie haben gerade gesagt, auch die Inhalte näher bringen in den sozialen Medien, aber dass es da vielleicht auch noch so ein bisschen mehr darum geht, den Kandidaten als Person zu zeigen, der sich vielleicht auch selber nicht so ernst nimmt. Genau, das Menschliche ist sehr wichtig und das interessiert ja die Bürger sehr, nicht? Wie geht der um in seiner Familie und so Home Stories und sie wollen einfach die Menschen erleben, sie möchten nah dran sein und Nähe kann man eigentlich am besten erreichen, indem man über die Medien kommuniziert, die Menschen benutzen. Und das nun mal im Social-Medien-Bereich kaum zu übertreffen. Teilweise gleitet es dann auch so ein bisschen, ich will sagen, ins Infantile ab, wenn beispielsweise bei TikTok dann Politiker anfangen zu tanzen. Sehen Sie da auch die Gefahr, dass da so ein bisschen die Ernsthaftigkeit der Sache verloren geht? Manchmal ist es vielleicht ganz gut, wenn die Ernsthaftigkeit auch hin und wieder etwas verloren geht. Wahlkampf ist zum Schluss immer etwas Ernstes, aber auf dem Weg dahin ist eine lange Zeit und die muss man überbrücken und muss man unterhaltsam eben sein. Und deshalb denke ich schon, dass durch TikTok eine vollkommen andere Zielgruppe ist, eine vollkommen andere Ansprache braucht gegenüber einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender.
Heute sind die Möglichkeiten natürlich gigantisch, die gerade die sozialen Medien bieten. Man kann mit Influencer-Marketing arbeiten, man kann das Storytelling, was Sie gerade angesprochen haben, perfektionieren. Hätten Sie diese Mittel gerne vor 40 Jahren auch schon gehabt, in den Wahlkämpfen beispielsweise? Ja, gerne, ja. Ja. Also ich muss immer sagen, wenn wir unseren ersten Wahlkampf denken, eben diesen ersten Wahlkampf, der vorher beschrieben wurde, in Nordrhein-Westfalen 1975, das war schon ein ganz bemerkenswertes Konzept, das im Grunde genommen ein Vorläufer war der ganzen Digitalisierung. Wir haben versucht, damals einen Wahlkampf zu machen, der eben nicht von oben nach unten so verstreut wurde, sondern wir versuchten, einen Mobilisierungswahlkampf für den inneren Kern zu erreichen, von dort aus die Sympathieträger und einen Freundeskreis zu entwickeln und von dort aus den Wahlkampf zu machen. Und das gelang natürlich jetzt nicht mit den Mitteln der Interaktion von heute, aber den Mitteln der Interaktion von damals, indem wir eben einen Wahlkampf machen mit persönlicher Ansprache, der zwar auch meist dann auf dem Papier daherkam, aber doch eine große Modernität in sich trug und die Menschen aufforderte, richtig einzugreifen in den Wahlkampf und auch mit Response-Möglichkeiten auch zu antworten und selbst mitzumachen. Wie sehr beschäftigen Sie sich heute noch mit neuen Trends, die aufkommen? Wir hatten gerade beispielsweise das Thema TikTok. Wenn sowas Neues ist, stürzen Sie sich dann direkt drauf und informieren sich oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, natürlich. Ich lese natürlich all die Fachzeitschriften, die es so gibt, die mir zugänglich sind. Und verfolge das mit großem Interesse. 2017 haben Sie gesagt, die Werbeagentur von Manstein, das Kapitel geht zu Ende, weil wo Kurt von Manstein draufsteht, soll er auch drin sein. Und wie kann ich mir seitdem Ihren Alltag vorstellen? Sie wohnen inzwischen in Düsseldorf, kommen aber noch täglich hier ins Haus Hackhausen. Das heißt, die scheinen noch zu arbeiten. Ja, es ist zunächst mal so, eine Agentur auch zu schließen, sie richtig zu schließen. Das ist ja schon ein großes Stück Arbeit und das ist bestimmt genauso schwierig, wie sie aufzumachen. Und mir ging es darum, dass ich die wertvollen Mitarbeiter, die ich hatte, dass sie eben weiter in Arbeit bleiben. Und wir haben eben dann auch Konzepte gefunden, dass wir mit den Kunden gesprochen haben und die Etats rübergeleitet haben zu befreundeten Agenturen samt Mitarbeitern, sodass also kein Mitarbeiter ohne Job blieb. Alle haben eine Arbeit gefunden, vielfach auch mit unseren alten Aufträgen. Und das war mir sehr wichtig und das war auch mit sehr viel Arbeit verbunden, mit sehr viel Kontakt und Netzwerkarbeit. Ist übrig geblieben erstmal das Aufräumen einer Agentur und zu sehen, wo geht das alles hin, was man an Akten hat, an Unterlagen, an Fotos und so weiter. Das ist der andere Weg. Und das nächste ist, was geschieht mit den Räumlichkeiten? Die Agentur hat eben nun eine bemerkenswerte Immobilie hier besessen. Ja. Und was geschieht damit? Und wir haben in der Zeit, in der wir gearbeitet haben, hatten wir das immer schon geführt wie ein restaurantähnliches Unternehmen, in dem wir eben die Bewirtschaftung vorangetrieben haben und für eine Atmosphäre gesorgt haben, die hochprofessionell war. Und das möchten wir fortsetzen, eben für Tagungen, für Konferenzen, bis vielleicht zu Events, vielleicht auch bis zu Hochzeiten möglich, dass sie die Räume optimal nutzen und sie einer Öffentlichkeit zugänglich machen. Und das macht natürlich auch viel Arbeit, heute mit Handwerkern umzugehen und mit Ideen, wie kann man das alles bewerkstelligen. Da muss ich sagen, ist der Tag voll ausgefüllt. Wir waren gerade hier im Raum nebenan, da wird gerade fleißig gearbeitet. Schauen Sie da, machen Sie die Pläne selbst oder haben Sie da irgendwie noch jemanden, der Sie unterstützt? Ich habe natürlich immer Berater dabei auch und aber letztlich nimmt einem das im Grunde niemand ab. Also man muss es schon selber wissen, was man will. Und ich lasse mir auch Zeit dabei. Ich habe es nicht eilig, sondern ich möchte es so machen, dass es dann eines Tages hochprofessionell steht. Sind Sie auch noch in Sachen Marketing, Werbung aktiv? Das heißt, sind Sie noch beratend tätig? Machen Sie noch Projekte, wenn Sie jemand darum bittet? Nein, ich mache das, was mir immer Spaß gemacht hat. Was persönlich für mich, das ist fast für mich ein Hobby. Das ist Design, also das Entwickeln von Erscheinungsbildern, von Logos, das habe ich immer gerne gemacht und
Das hat ja auch seinen Hintergrund, Zeichen entstanden sind hier eben, wie Sie sagten, für den Rundfunk, fürs Fernsehen, für das ARD-Zeichen, die 1 und andere große bekannte Zeichen. Das mache ich weiter, weil das auch sehr stark auf mich zugeschnitten ist, aber ich würde heute nicht Kampagnen entwickeln wollen. Damit habe ich abgeschlossen. Sie sind 85 Jahre alt. Sie könnten wahrscheinlich auch die Hälfte des Jahres in der Sonne liegen, irgendwo im Süden, sich richtig schön machen. Werden Sie irgendwann nicht mehr arbeiten, nicht mehr hierher kommen, um das Projekt hier fortzusetzen? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich liebe es hier zu sein, den Weg hierher, und ich liebe es eigentlich auch zu arbeiten. Das ist eine andere Art der Arbeit, die natürlich einen wesentlich freier macht, nicht? Früher war das einfach termingebunden und das musste alles alle Minute fertig sein. Davon bin ich frei, das macht das Leben leichter und man hat etwas mehr Ruhe. Aber ich kann mir ein sinnvolles Leben ohne Arbeit nicht vorstellen. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bin aber noch nicht ganz am Ende, denn Sie haben gerade eben eine Frage von Liborio Manciavillano beantwortet, der die unbekannterweise gestellt hat. Da ging es um Ihr Projekt für das Bergische Land, und jetzt würde ich Sie Ihrerseits bitten, eine Frage an unseren kommenden Gast zu stellen, ohne dass Sie wissen, wer das sein wird. Was würden Sie einer Stadt Solingen empfehlen zu tun, um im Konkurrenzumfeld der großen Städte Köln, Düsseldorf, ich meine aber im weiteren Kreise auch noch, Rhein-Ruhr-Schiene, in Zukunft bestehen zu wollen? Das ist eine spannende Frage. Kurt von Manstein, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne.